Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder eine Map und zwar ist es die... Nein, die ist es nicht. Welche spielen wir denn? Hier Escape the World Parcours. Gibt wieder gratis XP für den Battle Pass. Ich habe gefühlt den halben Battle Pass nur durch solche Maps gelevelt. Also, wenn man solche Maps spielt, man muss nicht Solo, Trio, Team, Duo spielen. Einfach solche Maps spielen und man hat, wenn man die dauerhaft spielt, gefühlt nach einem Monat den Battle Pass auf Level 100. Ja, mir machen solche Maps Spaß. Wenn ihr solche Maps entwickelt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir den Mapcode in die Kommentare, dann spiele ich eure Maps und bringe sie natürlich auch auf meinem Kanal. Und auf TikTok, wenn es sehr viel XP gibt, also Minimum 10.000. Nein, Spaß. Wenn es eine richtig, richtig geile Map ist, bringe ich die tatsächlich auch auf TikTok. Und ja, wir schauen uns die Map jetzt einfach mal an und spielen sie auch. Mapcode dieser Map, wie immer, in der Videobeschreibung, ganz oben. Und wo geht's los? Das ist jetzt zum Supporten. Ne? Ich supporte dich nicht, solange ich die Map nicht gespielt habe. So. Planescape, Jungle Mountain. Oh, hier gibt's aber vieles. Was? Okay. Checkpoint. 131 XP pro Checkpoint. Ernsthaft? LOL. Da ist der Battle Pass ja schnell durch. Vor allem jetzt auch noch Secrets mit anderen Maps. Secret mit mehr XP gibt. Und solche beweglichen Teile finde ich immer geil. Das ist Abwechslung pur. Allerdings, einfach mal am Rand lang gelaufen. Allerdings dieses Eintönige ist das, was ein bisschen stört, tatsächlich. Ey, das schaffen wir doch so. Aha, hier haben wir eine Alpha-Wand gesetzt. Schlau, schlau. Wow. Bis jetzt... mir gefällt die Map bis jetzt. Allerdings, das Grün ist kacke gewählt. Das sticht in den Augen. Da gab es die ersten 2000 EB für den Battle Pass. Aber das ist ja auch geil mit den Mini-Wasserfällen hier. Das gefällt mir tatsächlich auch. Ah, falsch. Darüber. Okay. 175 EP jetzt schon. Es wird ja mal besser. Nein. Oh, Schwein gehabt. Ich will die Fackel haben. Tatsache, 175 EP. Geil. Und nochmal 2000 für 3 Minuten Spielzeit. Warte mal. Wo komme ich denn hier hin? Ah, okay. Hä? Ich muss ganz kurz zurück und was gucken.
Ach, das ist nur Deko. Okay, ich verstehe. Also wenn es jetzt hier wirklich pro Abschnitt mehr XP gibt, wow. Ist ja mal mega, also. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Kann man hier wieder... Nein, hier kann man nicht tricksen. Schade. Wie oft bin ich denn jetzt auf der Map schon gestorben? Moment mal. Einmal? Geil. Feier ich. Oh. Und dass die XP mehr werden. Das feiere ich natürlich auch extrem. Heute ist ein gewisser Dienstag. Das heißt, ich werde heute Nachmittag tatsächlich nicht streamen. Ich werde heute mit Daku Duo spielen. Und auch noch solche Maps tatsächlich spielen und aufnehmen. Ich werde halt natürlich Duo aufnehmen. Ich werde solche Maps spielen und aufnehmen. Weil erstens, es gibt mehr XP. Und zweitens, also bei gefühlt den Maps, die wir immer zusammen gespielt haben, gab es immer dann weitaus mehr XP. Au. Und ja, ich brauche auch für YouTube neue Folgen. Und da wollen wir mal schauen, was wir heute Nachmittag noch so alles spielen. Darko sollte sich ja ein paar Maps raussuchen. Warte mal. Ey, das ist unfair. Mach die wieder sichtbar. Das ist aber auch geil. Wenn die Blöcke auf einmal verschwinden. Dürfen nur nicht zu lange unsichtbar sein. Und sichtbar, ja gut. Darüber lässt sich streiten von der Zeit her. Okay. Das zweite Mal gestorben. Und man darf nicht tricksen. Schade. Hat das schlau gemacht. Uiuiuiuiuiui. Was war das? Er hat 3000 XP gut geschrieben bekommen. Nein, das war's falsch. Warum ist das auf einmal unsichtbar geworden, Worte? Wirst du unsichtbar? Nö. Nein! Hä? LOL! Okay, das feiere ich tatsächlich hart. Und wir sind im nächsten Abschnitt. Gibt's hier ein Secret? Das sieht ja aus wie Minecraft. LOL. Okay. Schön. Man muss tatsächlich wenig den Sprint aktivieren bei der Map. Das ist super. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viel XP das jetzt eigentlich gibt in dem Abschnitt. Sollen wir mal gucken. Es gibt wieder mehr XP. Geil. Das feiere ich hart. Nee. Ich wusste es. Boah, ich hoffe, die werden jetzt nicht unsichtbar. So. Oh nein. Hui. Ich habe nichts verstanden. Ah, hier kann man ja auch mal sprinten und drüber springen. Was
meint ihr? Mache ich hier ein Level im Battle Pass gut oder nicht? Boah, das war knapp. Hier sind aber keine Fallen wie Spikes und sowas aufgebaut. Das hier ist halt die richtige Map für mein mittelstes Kind. Denn der mag diese Fallen auch nicht wirklich. Einfach mal ein bisschen tricksen hier. Oh, da gab es wieder schön XP. So. Ah ja, jetzt kommen die Fallen. Okay. Wow, da bin ich getroffen worden. Ganz schnell Checkpoint aktiviert. Alter, die Abstände hier werden aber auch immer kleiner. Ui. Oh, das ist fies. Aber geil. Das hier ist gerade ein bisschen eintönig. Okay, bei denen muss ich sagen, hätte man das so machen können, dass sie vielleicht, wenn man draufsteht, nach unten gehen. Das ist ein bisschen schwieriger, schwieriger wird. Ich denke mal, ich darf nicht auf die roten. So, hui, nächster Abschnitt. Und wie viel XP? 533? Ernsthaft? Ich feiere die Map. Die kriegt auf jeden Fall mein Sohn auch zum Spielen. Das hat keiner gesehen. Weil mein Sohn hinkt ein bisschen her mit den XP tatsächlich ein bisschen. Und mit dem Leveln. Und da soll er mal solche Maps hier spielen. Da war ein Alpha, was? Kappa. Nein, da war nix. Ich bin nur nicht gesprungen. So. 500 EP pro Checkpoint jetzt auf einmal. Das ist ja... Wow. Ich habe das gesehen, dass du unsichtbar wirst. Okay. Wir machen hier definitiv noch ein Level up. Okay, wir machen hier definitiv noch ein Level up. Ha! Jetzt hat's geklappt. Da drauf springen darf? Nein, darf ich nicht. Schade. 13 Mal gestorben bis jetzt. Oh, das geht noch für meine Verhältnisse, muss ich ehrlich sein.
Und das nehme ich sogar in Kauf bei der Menge XP, die man hier kriegt. Das wird tatsächlich auch eine Map sein, die ich vielleicht offscreen noch ein, zwei Mal spielen werde. Nein, der hat sich nicht hochgezogen. Dann sprint mal einfach mal. Oh. Okay, was ist das? So. Ja. Noch 18.000 EP. Jetzt habe ich angefangen zu quatschen und nicht drauf geachtet, wann das aufgetaucht ist. So, ach, das Lustige ist, man sieht es ja oben nicht, wo man lang muss. Ich dachte mal, da könnte da ein bisschen tricksen. Nein, kann man nicht. Hä? Wartet mal. Hä? Hilfe? Ach, hier hinten geht's auch noch weiter. Schau an. Ich hab das nicht berührt. Ah, man stirbt auch in der Luft. Okay. Gut zu wissen. So, jetzt bin ich gespannt. Wie viel XP? 270 plus dieses Mal. Schade. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie 700 noch was. Aber wir machen definitiv hier bestimmt noch ein Level. Ja, weiß bestimmt. War mir irgendwie klar. Muss ich tatsächlich mal sprinten. Vorsichtshalber. So, ein bisschen getrickst. Oh nein. Das ist immer mies und fies. Aber ich hab's gemacht. Geschafft. Überlebt. Jetzt gibt's. Hä? Gibt's jetzt wieder 500? Nee. Nein! Ach komm, Ike! Da ist ein Loch. Da war Wasser. Ja. Ey, nur noch 3700 EP bis zum nächsten Level ab. Geil. Ich sag ja, das werden wir hier auf jeden Fall noch machen bei der Parkour-Map.
Nein! Da kann man sich nicht hochziehen. Das ist mies, wenn... Ei, da ist hier wenig Platz. Geschafft. So. Sneaky, sneaky. Nächster Abschnitt. Der dritte von hinten. Gibt wieder weniger XP. Okay, verständlich. Der kann hier keine, oder der Entwickler kann hier keine 1000 XP pro Checkpoint mal. Ich glaube, die Map würde gar nicht lange existieren. Fast immer nur das ein und selbe. Die Boote könnten zum Beispiel im Wasser versinken. Das kann man doch bestimmt irgendwie einstellen. Oder diese Blöcke hier zum Beispiel. Wenn man drauf ist, dass sie wirklich nur 3-4 Sekunden über Wasser sind und dann sind sie unter Wasser, dass sie so langsam nach unten gehen. Das wäre doch mal barbarmäßig. Oh, da krabbelt mein Öhrchen. Ganz kurz. So. Das ist nämlich ein Störfaktor. Und was habe ich gesagt? Ich mache hier auf dieser Map definitiv noch ein Level up. Nice. Au. Au. Ich habe immer die Angst, wenn ich zu weit nach vorne springe, dass ich im Wasser lande. Okay, der war's nicht. Ich teste gar nicht erst darüber zu springen. So, jetzt sind wir im City-Abschnitt. Da bin ich mal gespannt. Sieht mir bis jetzt noch nicht nach City aus, aber okay. LOL. Okay, das ist ein City-Abschnitt. Mit Mini-UFOs. Das ist mies. Aber wieder geil. Ich feiere sowas. Und das ist nicht so eintönig wie alles andere. Also wie die anderen davor. Hier ist mehr Farbenfrohe drinne. Ach so, 188 EP gibt's pro Checkpoint.
Nice. Das, also auf dieser Map rendiert sich das tatsächlich mit den XP. Das ist schön. Sag mal. Hier geht. Oh lol. Okay. Gab's so ein Autos jemals in Fortnite? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Okay, ich habe ja auch komplett Kapitel 2 aus. Nee, nicht komplett ausgelassen. Aber ich glaube, die letzten 4-5 Seasons davon habe ich ausgelassen und nicht gespielt. Weil einfach die Lust weg war. Ui, das war knapp, Eck. So. Oh, über Mini-Parkbänke. Wie putzig. Ja, ich nehme den kurzen Weg, danke. Don't touch the wall. Krieg mal hin. Aber da nicht. Ihr habt nichts gesehen. Musste ich ja wirklich sehr wenig den Sprint einsetzen. Ich habe den nur bisher da eingesetzt, wo ich auf Nummer sicher gehen wollte. So, letzter Abschnitt. Desert. 108 EP pro Checkpoint. Ich glaube, das ist das zweitniedrigste, was es hier an... Alter, das ist Augenkrebs pur. Dieses Gelb, ne? Entschuldigung, aber... Boah. Das, da kriegst du Augenkrebs. Okay, das wird mir zum Verhängnis werden. Hier werde ich ein paar Tote sammeln. Denn so über Eck ist für mich immer so ein kleines Hindernis. Ich würde gerne abkürzen, aber darf man hier ja nicht. Punkt Abzug für die Map. Nein. Oh, nochmal. Oh, Schwein gehabt. Checkpoint. Checkpoint. Ach du Scheiße. Aber man kriegt's ohne Sprinten hin. Cool. Aber das Gelb, oh, also muss ich ehrlich sagen, oh, das ist purer Augenkrebs. Das brennt in den Augen. Das könnt ihr auch nicht glauben. Spielt es mal selber, da werdet ihr es sehen. Auf YouTube wird ja sowieso mal alles dunkel angezeigt. Ich, ja, wenn ich mir das so ein OBS angucke, da ist das... mehr orange als gelb. Darf man hier? Lol. Okay. Aber man könnte glatt denken, das ist eine Minecraft-Map hier. Ich glaube, der Entwickler ist auch ein Minecraft-Fan. Oh. Ui, zum Glück gibt es hier mittendrin Checkpoint.
Alter! Okay, da musste ich einfach mal sprinten. Aber keine Secrets irgendwie. Und da oben scheint das Ziel zu sein. Ich habe das nicht berührt. Ich habe das nicht berührt. Spult zurück, guckt euch an. Ich habe es nicht berührt. So. Secret? Nein. Schade. Wir gehen da lang. Und das Ziel. GG, wir haben es geschafft. Da gibt es nochmal 2000 EP. Für die Münze gibt es auch nochmal 1800. Geil. Schön, schön. Ja, also mir hat die Map tatsächlich gefallen, muss ich sagen. Da drauf, erste Mal. Genau. Nee, wunderbar. Also mir hat die Map echt gut gefallen, muss ich sagen. You have finished GG Remove Effect. Ich habe gar keinen Effekt. Ich habe gerade nochmal XP bekommen. Hä? Moment. Gab es gerade XP für ein Emote einsetzen? Das wäre ja geil. Cool. Kann man hier hoch? Ja. Ja, wenn euch die Map bis, also wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Schreibt mir eure Map-Codes in die, okay, in die Kommentare, dann spiele ich eure Maps auch. Und Map-Code zu dieser Map gibt es natürlich in der Videobeschreibung, ganz oben. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.